Der internationale Abenteurer Mason James plagt sich mit den Gängen seines Hubschraubers ab. Wow, wow, wow! Sieht so aus, als hätte ich eine eilige Lieferung für diese FedEx-Niederlassung. Wow, das war knapp. Hallo, Mason James, Sir. Ich habe hier ein Päckchen für Sie von Ihrer Schwester Kayla. Boah, cool. Das ist eine antike Steintafel. Mason James, bitte komm. Bist du da, Bro? Ich bin hier, Schwester Herz. Diese Steintafel, die du mir geschickt hast, ist echt cool. Ist es eine Karte? Du liegst richtig, Mason James. Du musst diese Karte benutzen, um so schnell wie möglich 3 versteckte goldene Medaillons zu finden. Die ganze Welt könnte in Gefahr sein. Ich bin auf einer einsamen Insel mit einem Mega-Vulkan, der jeden Augenblick ausbrechen kann. Die einzige Möglichkeit, das zu stoppen, ist, diese Medaillons zu finden und sie zu mir zu bringen. Ich bin auf dem Weg, Schwester Herz. Kein Problem. Vielleicht gibt es doch ein Problem. Der Hubschrauber hat keinen Treibstoff mehr. Diese Mission ist gerade sehr viel schwieriger geworden. Die Welt braucht dich. Oh, du musst einen Weg finden, diese Medaillons zu liefern. Liefern? Ich brauche etwas, um die Lieferung zu liefern. Nein. Moment mal. Ja! Mason James folgt den Koordinaten auf der Karte und rast zum ersten Medaillon. Hoffen wir mal, dass dieser Truck schnell genug ist. Boah, dieser Fluss ist vielleicht breit. Es wird ewig dauern, drumherum zu fahren. Aha, wenn ich es rechtzeitig zum Fähranleger schaffe, bevor die Fähre ablegt, könntet ihr mich über den Fluss bringen. Mason James, die Vulkanologen sagen, dieser Vulkan könnte den gesamten Planeten verwüsten. Hast du das erste Medaillon? Ich habe Schwierigkeiten, die exakten Koordinaten zu finden. Oh-oh, etwas ist unter dem Boot und will uns zum Kentern bringen. Es ist eine Riesenanaconda, die genauso aussieht wie das Schlangensymbol auf der Steintafel. Folge der Schlange! Pass auf! Warum führt die Schlange uns hierher? Moment mal, da oben ist etwas. Ich glaube, ein kleiner Anstoß von dieser Fähre wird genügen. Ich hab's! Ich habe das erste Medaillon, Schwester Herz. Ich fahre jetzt zu den nächsten Koordinaten auf der Karte. Gut gemacht, Mason James. Weiter so. Oh, oh. Uns läuft die Zeit davon, kleiner Bruder. Der Karte nach bringt mich das direkt zu... Wow! Puh, das war knapp. Hey, auf diesen Riesenstein sind Symbole zu erkennen. Ein Quadrat, ein Dreieck, ein Kreis und ein Diamant. Auf dem nächsten Medaillon ist wahrscheinlich ein Diamant. Ich hab's! Es ist ein großes Puzzle. Aber die Steine sind zu groß, um sie zu bewegen. Oder etwa nicht. Mason James benutzt den Bulldozer wie ein Profi, um damit die Steine zu bewegen. Noch eine kleine Drehung sollte genügen. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Es ist das nächste Medaillon. Juhu! Ich habe das zweite Medaillon. Fehlt nur noch eins. Es sieht so aus, als wäre das dritte Medaillon in Australien. Auf nach Down Under! Dafür ist keine Zeit mehr, Mason James. Du schaffst es nicht rechtzeitig nach Australien und zurück hierher, um diesen Vulkan zu stoppen. Oh! Dann komme ich mit 2 Medaillons zu dir. Und ich habe eine Wahnsinnsidee, wie wir das dritte Medaillon kriegen. Sieh an. Wenn das nicht mein alter Rivale Mason James ist. Emerson Felix, die berüchtigte Rivalin des weltberühmten Abenteurers Mason James, fährt zum Spaß in ihrem Land Rover
an der Goldküste Australiens entlang. Warum finde ich kein Gold? Sieh an, sieh an, sieh an. Wenn das nicht mein alter Rivale Mason James ist. Mason James fährt auf einer Autobahn in Frankreich. Keine Zeit für Geschwätz, Emerson. Ich weiß, du bist in Australien und ich brauche deine Hilfe. Tut mir leid, Mason James, ich bin zu beschäftigt. Sag mal, weißt du zufällig, wo das Gold an der Goldküste sein soll? Emerson, die Goldküste heißt so wegen ihrer wunderschönen goldenen Strände. Oh. Hör mal, in Australien ist ein geheimes Medaillon mit einem eingravierten Känguru versteckt. Wenn du mir nicht hilfst, es zu finden, dann bricht ein Megavulkan aus, der die ganze Erde mit Asche und Lava bedecken wird. Ich mag Medaillons. Und die Welt zu retten klingt echt wichtig, glaube ich. Ich helfe euch. Schickt mir die Koordinaten des Medaillons. Das könnte funktionieren. Ich melde mich besser mal bei Kayla. Kayla, was tut sich beim Megavulkan? Wir haben alle Menschen von der Insel weggebracht, aber dieses Ding kann jeden Moment losgehen. Ich glaube, dir bleibt keine Zeit für das dritte Medaillon. Mach dir keine Sorgen. Emerson Felix ist gerade in Australien und sucht es. Emerson Felix? Ihr ist nicht zu trauen. Sie wird bestimmt einen ihrer Tricks abziehen. Diese Mission ist zu wichtig. Sie schafft das schon. Wir müssen ihr vertrauen. Oh, Mason James, hier draußen ist nichts. Emerson Felix durchstreift das Outback auf der Suche nach dem Känguru-Medaillon. Als würde man im Dunkeln wilde Gänse jagen. Hey, da ist ja eine. Nein, das ist ein Emu. Au, Backe. Ich hoffe, das ist ein sehr besonderes Medaillon. Mason James rast zur Fähre. Emerson, hast du das Medaillon gefunden? Ich bin bei den Koordinaten angekommen, Mason James, aber hier sind weit und breit keine Kängurus oder Medaillons zu sehen. Nur Felsen, Felsen und noch mehr Felsen. Vertrau mir, es muss da sein. Du musst bestimmt ein Puzzle lösen, um es zu finden. Du brauchst eine neue Perspektive. Versuche, die Dinge anders zu betrachten. Aha! Das ist doch verrückt, Mason James. Wie soll mein Herumgefahre mit meinem Land Rover auf diesem Hügelkamm mir helfen, das Medaillon zu finden? Oh, hey, hey, ein Känguru! Es ist ein Känguru. Ich habe das Känguru gefunden. Ich habe es geschafft. Ich bin die beste Schatzjägerin aller Zeiten. Emerson! Emerson! Emerson, siehst du das Medaillon? Oh, etwas blendet mich. Oh, ja. Ja, da ist ein glänzendes, goldenes Medaillon im Auge des Kängurus. Wahnsinn! Bring bitte jetzt dieses Medaillon. So schnell du kannst zum Megavulkan. Bin dran. Beeil dich, Mason James. Die Zeit läuft ab. Gib Vollgas. Wow. Ich bin hier, Kayla. Warum hast du so lange gebraucht, Mason James? Emerson, du hast es geschafft. Auf geht's. Folgt mir. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Wir müssen das Schlangenmedaillon, das Diamantmedaillon und das Känguru-Medaillon in die Steinplatte einfügen. Sofort! Es funktioniert! Schnell, Emerson Felix! Setze das letzte Medaillon ein! Vielleicht müssen wir ja nicht alle drei Medaillons benutzen. Vielleicht kann ich ja meins behalten. Ist schon okay, Kayla. Ich meine Emerson Felix. Es ist schwer, sich von seinen Schätzen zu verabschieden. Aber wenn es der Welt hilft... Du schaffst das. Wir haben es geschafft! Mason James, warum wird der Boden immer heißer? Wir haben zwar die Welt gerettet, aber die Höhlen unter dem Megavulkan füllen sich mit Lava. Lasst uns von dieser Insel verschwinden. Vollgas! Während er losrast, um von dieser Insel wegzukommen, bekommt Mason James eine dringende Nachricht von FedEx. Diese Mission ist noch nicht vorbei. In diesem Truck ist ein Päckchen, das in diese Autowaschanlage geliefert werden muss. Nachdem wir die Welt gerettet haben, haben wir uns alle eine ordentliche Autowäsche verdient. Los geht's! Mason, Kayla, kommt, Kinder, der Umzugslaster ist da. Sag mal, glaubst du, dass wir diese goldenen Medaillons je wiedersehen werden? Das weiß man nie, Emerson. Genau wie wir sind sie auf dem Weg zum nächsten großen Abenteuer.
Der weltberühmte Abenteurer Mason James und seine Schwester rasen durch die Stadt und liefern sich ein verzweifeltes Rennen, bei dem viel auf dem Spiel steht. Das erste Auto, das das Stadion erreicht, bekommt ein extra Stück Pizza, Mason James. Du meinst, ein zusätzliches Stück von der größten Pizza der Welt. Die Stadt Matchbox feiert ihr 70-jähriges Jubiläum, indem sie den Rekord für die weltgrößte Pizza bricht. Da ist das Stadion. Ja, ich hab gewonnen. Mason, wo ist die supergroße Pizza? Ich weiß es nicht, aber die ganze Stadt wird bald auftauchen und eine Menge Pizza erwarten. Wir sollten besser herausfinden, was los ist. Wow! Ich liebe den Geruch von Pizza. Und das ist eine echt riesige Pizza. Mason James, gut, dass du da bist. Ich habe die größte Pizza der Welt gemacht, aber ich habe vergessen, dass ich auch das größte Pizza-Lieferfahrzeug der Welt brauche. Mach dir keine Sorgen. Wir können alles schaffen, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn die Pizza in den nächsten 30 Minuten nicht im Stadion ist, werden wir den Weltrekord nicht schaffen. Und diese Menge wird langsam hungrig. Ich kann sie von hier aus hören. Ich hab's. Bei einer so großen Pizza müssen wir auch groß denken. Folge mir, Schwester Herz. Aber natürlich. Diese großen Maschinen können alles bewegen. Japp. Und wir können unseren noch größeren Matchbox-Bagger benutzen, um all diese großen Maschinen im Handumdrehen zu dieser Pizza zu bringen. Laden wir sie auf. Hier kommt der Bulldozer. Aufladen des Bulldozers. Hier kommt der Kipplaster. Aufladen des Kipplasters. Hier kommt der Planierer. Wow, das sind eine Menge Baufahrzeuge, Mason James. Man kann nie genug davon haben. Auf geht's! Größte Pizza der Welt? Darf ich vorstellen, der größte Bagger der Welt. Mason, stopp! Die Pizza rutscht weg! Wow! Wir müssen die Pizza perfekt ausbalancieren, während wir sie bewegen. Klingt, als bräuchten wir etwas Teamwork. Es ist sicher gut, dass wir all diese schweren Baufahrzeuge mitgebracht haben. Macht Platz für den Bulldozer! Hat jemand einen großen Kipplaster bestellt? Keine Pizzaparty ohne einen robusten Planierer. Aber es wird keine Party geben, wenn wir die Pizza nicht schnell ins Stadion bringen können. Okay, Team. Wir müssen zusammenarbeiten. Und zwar schnell. Es gibt keinen Raum für Fehler. Auf mein Kommando fahrt ihr sie so schnell und präzise wie möglich auf eure Plätze. Durchhalten, Mason James. Vorsicht. Abwarten. Fast. Los, los, los! Ja, es hat geklappt! Alles klar, Team. Startet eure Motoren. Entschuldigung. Okay, Kayla, das war der einfache Teil. Jetzt musst du sie so schnell wie möglich durch die Stadt leiten. Ich werde dafür sorgen, dass sie das Ding ins Stadion bringen. Wie kann ich helfen? Du musst den Bürgermeister und alle im Stadion überzeugen, dass sie durchhalten. Die größte Pizza der Welt ist auf dem Weg. Oh je. Okay, Team, los geht's. Haltet euch bereit, Team. Links rum, jetzt. Und rechts rum, jetzt. Wow, das andere rechts. Oh nein, die Pizza! Wow, hab sie! Oh, Brücke! Bremsen! Jetzt schnell, 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 schnell! Fast geschafft! Ja! Und jetzt Vollgas! Wir haben es geschafft! Oh, aber es gibt keine Möglichkeit, die Pizza in das Stadion zu bringen. Sieht so aus, als würden wir den Weltrekord doch nicht schaffen. Oh doch, das werden wir. Dieser riesige Kran liefert immer. Okay, wer hat die extra, 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 extra große Pizza bestellt? Das ist ja eine große Pizza. Diese Pepperoni-Wurst ist größer als ich. Wir haben es geschafft. Hey Mason, feier mit uns. Bin schon unterwegs. Vorsicht da unten! Woohoo! Gut gemacht, Mason James. Dank unserer Teamarbeit hält die Stadt Matchbox jetzt den Rekord für die größte Pizza der Welt. Ja! Schade, dass wir nicht daran gedacht haben, dass wir auch das größte Getränk der Welt brauchen.
auf dem Gipfel eines Berges, außerhalb der Stadt Matchbox. Gräbt Mason James nach Dino-Knochen für die neue naturhistorische Ausstellung des Wissenschaftsmuseums. Mason James, mach langsamer und sei vorsichtig. Paläontologie erfordert Geduld und Präzision. Tut mir leid, Schwesterherz. Ich bin einfach so aufgeregt. Das Bodenradar zeigt etwas Riesiges nur ein paar Meter weiter unten an. Es könnte ein Tyrannosaurus Rex sein. Wäre das nicht das perfekte Teil für die neue Ausstellung des Museums? Wow, das ist es! Und es ist ein T-Rex! Mit diesem Bagger hole ich den T-Rex-Schädel im Handumdrehen raus. Lass dir Zeit, Mason, und mach es ordentlich. Sonst könnte etwas richtig schief laufen. Oh, ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, dass ich langsam machen soll. Okay, Mason James, ganz langsam. Benutz die Baggerschaufel, damit der Schädel nicht vom Berg runterrollt. Verstanden, Schwesterherz. Ganz langsam, ganz langsam. Das schnelle Graben hat echt viel Staub aufgewirbelt. Ching! Oh nein! Pass auf! Mason James, mach doch was! Schnell! Du hast mir doch gerade gesagt, ich soll langsam machen! Manchmal ist es am besten, Dinge langsam und vorsichtig anzugehen. Aber gerade jetzt brauchen wir etwas Kraftvolles, um diesen Dino schnell zu stoppen. Du brauchst nichts weiter zu sagen, Schwesterherz. Ich habe die perfekte Maschine für diese Aufgabe. Der Schädel rollt direkt auf die Stadt zu. Das neue Museum für Naturgeschichte ist Geschichte, wenn wir diesen entlaufenden Dino-Schädel nicht einfangen. Wusstest du, dass der T-Rex sich langsamer bewegte, als Menschen es heute tun? Jetzt ist keine Zeit für neunmal kluge Bemerkungen, Bruderherz. Wow, dieser Schädel ist aber schnell. Wow, wow. Komm zurück! Oh nein! Dieser Bulldozer kann das Ding nicht fangen. Aber er kann etwas bauen, um es aufzuhalten. Wenn wir schnell eine Mauer bauen, können wir verhindern, dass der Schädel das Museum zertrümmert. Es gibt nicht genug Steine, um die Mauer hoch genug zu bauen. Hallo ihr. Sieht so aus, als könntet ihr beim Mauerbau Hilfe gebrauchen. Danke. Wir brauchen alles an Stein, Geröll und Erde, was wir kriegen können. Wir haben keine Erde, aber wir haben das hier. Aber das ist ein Baustellenklo. Das haben wir gerade heute erst reingekriegt. Ich glaube, mein Team kann noch etwas anhalten, wenn es hilft, den T-Rex zu stoppen. Ha! Ich glaube, das Baustellenklo könnte als Baustellen-Dino-Mauer dienen. Laden wir es auf. Vorsicht! Klo im Anflug! Ups, zum Glück ist das Ding leer. Danke, aber jetzt sieht unsere Mauer eher aus wie eine Rampe. Der Dino wird von der Rampe springen und ins Museum krachen. Mason James kämpft sich den Berg hoch mit der verrücktesten Idee, die er je hatte. Das ist nicht gut, Bruderherz. Beeil dich, Mason James! Oh nein! Hab ihn! Ja! Gut gefangen. Ich hoffe, du hast gelernt, dass es Situationen gibt, in denen man schnell handeln muss und welche, wo man langsam und vorsichtig sein soll. Oh ja, das habe ich. Ich werde sehr vorsichtig sein, wenn wir wieder an der Ausgrabungsstätte sind. Gut, wer als Erster da ist.
Der weltberühmte Abenteurer Mason James setzt seinen Kompaktlader ein, um einen schweren Felsbrocken zu heben. Und seine Schwester Kayla benutzt ihren Bagger, um einen Felsbrocken zu heben, der genauso groß ist. Gut gemacht, Schwesterherz. Aber finden wir heraus, welches Gerät die Aufgabe am besten schafft. Nun gut, ein weiteres Unentschieden, Mason James. Woohoo! Wow, hast du gerade dieses Geräusch gemacht? Nein, das ist eine Zugpfeife. Das heißt, der Zug mit unserer neuen Straßenwalze ist in der Nähe. Lass uns zum Bahnhof fahren. Diese Straßenwalze wird uns dabei helfen, diese Straßen in der Stadt neu zu asphaltieren. Die haben es echt nötig. Wir sind zu spät dran. Ich funke mal besser die Lokführerin an. Hier ist Mason James. Ich rufe den Matchbox Express. Hörst du mich? Hallo? Oh oh, die Funkgeräte sind kaputt. Ich hoffe, dieser Zug wartet am Bahnhof auf uns. Auf geht's! Schüttel, schüttel, schüttel! Mason James, pass auf! Steinschlag! Oh oh! Dieser Steinschlag hat einen Teil der Gleise zerstört. Und da der Funkverkehr unterbrochen ist, gibt es keine Möglichkeit, die Lokführerin zu warnen, bevor der Zug da reinkracht. Versuchen wir, die Strecke superschnell zu reparieren? Oder sollen wir versuchen, die Lokführerin zu warnen? Wenn du und ich miteinander kommunizieren, dann wette ich, schaffen wir beides. Ja! Bin dabei. Ich rase die Bahnstrecke entlang und warne die Lokführerin. Und ich fange damit an, die Felsbrocken beiseite zu räumen. Dieser Kran wird den Schutt in 0, nichts wegräumen. Hey, du, warte! Langsam! Die Gleise sind weg, Gefahr voraus! Du musst bremsen! Mason James, ich kann die Lokführerin nicht auf mich aufmerksam machen. Ich muss etwas Extremeres tun. Oh, Schwesterherz, die Gleise sind beschädigt. Ich habe die Materialien und Maschinen, um sie zu reparieren. Aber du musst den Zug abbremsen. Vielleicht kann etwas von der Baustelle helfen. Wenn das hier hilft, den Verkehr zu verlangsamen, dann hilft es mir vielleicht auch, den Zug zu verlangsamen. Kayla, die neuen Gleise liegen noch nicht richtig. Wenn der Zug über sie fährt, dann entgleist er. Wofür sind diese ganzen Pylonen? Baustelle voraus? Ist das ein Stoppschild? Ich glaube, ich fahre besser langsamer. Der Zug wird langsamer, Mason James, aber er wird keine Zeit mehr haben, anzuhalten, bevor er auf das kaputte Gleis trifft. Das ist nicht das einzige Problem. Das einzige Gerät, das diese Strecke reparieren kann, befindet sich auf dem Zug. Die Straßenwalze! Okay, ich kann rausfinden, wie ich auf den Zug komme, wenn du dir ausdenkst, wie du mich und diese Straßenwalze vom Zug runterbekommst. Ich arbeite daran, Schwesterherz, aber wir brauchen ein perfektes Timing, um das hier durchzuziehen. Yep. Timing ist alles! Ja, hab's geschafft. Ich bin auf dem Zug. Wo bist du, Mason James? Ich bin im Kran. Bring die Straßenwalze in Position. Die Mitfahrgelegenheit ist auf dem Weg. Alles klar, Kayla. Jetzt oder nie. Los! Hier komm ich! Wow! Wow! Keine Sorge, Schwesterherz. Ich hab dich! Es wird für diese Straßenwalze Zeit zu tun, was sie am besten kann. Walzen! Du hast es geschafft! Jetzt aber runter von den Gleisen! Das wird echt knapp! Tschicke, 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 tschicke! Wusch! Diese Straßenwalze wurde nicht dafür gebaut, schnell zu sein. Aber sie erfüllt auf jeden Fall ihre Aufgabe. Woohoo! Ist der Zug schon wieder in Schwierigkeiten? Nee, ich glaube, das ist Zugsprache für Danke. Danke schön! Nicht zu danken, Zug. Yeehaw!
anstrengenden Tag auf dem Bau fährt der weltberühmte Abenteurer Mason James gerne mit seinem mächtigen Pickup-Truck durch den Matsch. Platsch! Mason James? Sorry, Schwesterherz. Hab dich gar nicht gesehen. Du kannst dich mitten in der Stadt nicht wie ein wildes Tier benehmen. Sieh dir diesen ganzen Matsch an. Ups, du hast recht. Wie wär's, wenn ich alle zu einer super sauberen Autowäsche einlade? Ja, das wäre cool. Hey, toll. Aufsteigen, bitte. Warten. Grün, los, los, los. Ich beginne mit einer Autowäsche, einkaufen, dann Staubsaugen und dann die Wachsstation. Immer schön, eins nach dem anderen. Super sauber Autowaschanlage, wir kommen. Hey, Mason James, möchtest du etwas aus dem Supermarkt? Alligator! Ich glaube, sowas verkaufen die nicht. Wow! Alligator! Schnapp, 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 schnapp. Wow! Was tut ein Alligator in der super sauber Autowaschanlage? Verstecken spielen? Was auch immer der Grund ist, er hat sich verirrt und ist verängstigt. Wir müssen dem Alligator helfen, in die Wildnis zurückzukehren. Mit diesen Baufahrzeugen haben wir die perfekten Werkzeuge für diese Aufgabe. Okay, das ist der Plan. Wir benutzen den Bulldozer, um den Ausgang zu blockieren. Brumm. Und jetzt stell das Leitfahrzeug an den Eingang und lass seine Ladeklappe runter. Brumm. Dann locke ich ihn raus. Womit? Die Sandwiches im Supermarkt sahen ziemlich gut aus. Los geht's! Brumm. Brumm. Piep, piep, piep. Ich hoffe, er mag Salami und Käse. Wow! Da kommt er! Schnapp, 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 schnapp! Schnell! Fahr die Laderampe hoch! Ja! Bringen wir den Jungen zurück in den Sumpf! Wir müssen den Alligator weit genug wegbringen, damit er nicht in die Stadt zurückwandert! Er sieht nicht gerade glücklich aus, Mason James. Das sollte weit genug sein. Setz du rückwärts in den Sumpf und ich öffne die Heckklappe. Oh oh, Mason James, die Straße ist nicht breit genug und der Alligator ist zu schwer. Die Vorderreifen stecken fest und das Leitfahrzeug sinkt ein. Versuch zurückzusetzen. Das geht nicht. Ich kann vorwärts fahren, aber dann fahre ich direkt in den Sumpf. Oh, das ist schlecht, Bruderherz. Vielleicht auch nicht. Ich habe deine Idee. Bleib hier. Wo soll ich denn sonst hin? Bitte starten Sie die Fähre. Wir haben einen Notfall und brauchen Ihre Hilfe. Mason James, wir sinken schnell ein. Ich hoffe, dein Plan sieht vor, bald hierher zu kommen. Brauchst du Hilfe, Schwesterherz? Gib Gas! Du schaffst das! Du kannst es schaffen! Benutzt die niedrigen Gänge! Ja, das hast du gut gemacht, Bruderherz. Jetzt lasst uns diesen Alligator zurück in die Natur bringen. Also das nenne ich einen Wohlfühlort für Alligatoren. Fährenklappe absenken. Alle zurücktreten. Okay, Kayla, jetzt lass die Ladeklappe vom Leitfahrzeug runter. Schnapp, 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 schnapp. Toll gemacht, Schwesterherz. Aber jetzt braucht dieser Truck wirklich eine Wäsche. Lass uns zur super sauber Autowaschanlage zurückfahren. Können wir sicher sein, dass da nicht noch mehr Alligatoren sind? Ja, warum fährst du nicht als Erster rein? Also gut, alle zurücktreten. Dieser Matsch muss weg. Also das ist erfrischend und alligatorfrei. Wer kommt als Nächstes? Oh, ich. Ich schnappe mir nur schnell die Snacks und...
und bitte sorgt dafür, dass die Bissspuren wegpoliert werden. Mason James führt seinen Bautrupp durch die Stadt, nachdem er einen dringenden Anruf von seiner Schwester erhalten hat. Mason James, ich habe gerade eine Notfallwarnung erhalten. Ein mächtiger Sturm zieht auf. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann, um diesen Apfel wegzuräumen. Sagtest du Apfel? Es ist ein wirklich großer Apfel. Beeil dich! Wow! Das ist aber ein großer Apfel! Es ist eine Skulptur für das Wissenschaftsmuseum zu Ehren von Sir Isaac Newton. Wow! Wir müssen die Skulptur auf ihrem Sockel sichern, bevor der Sturm losbricht. Mit ein bisschen Teamarbeit schaffen wir das mit Links. Also, wer war dieser Sir Isaac Newton? Er hat die Schwerkraft entdeckt. Die natürliche Kraft, die Dinge schwer macht. Also, der hier ist ja richtig schwer. Wusch, wusch. Oh oh, der Wind lässt den Apfel abdriften. Richte den Kompaktlader auf und gib dem Bulldozer ein bisschen mehr Power. Ja. Ja. Da ist der Sockel. Schaltet alle in den niedrigsten Gang. Wir werden die ganze Power benötigen, die wir kriegen können. Wenn er erst mal oben ist, brauchen wir etwas, um ihn dort zu sichern, während wir den Zement gießen. Dafür ist schon gesorgt. Los geht's! Kayla, ich glaube, der Sturm ist schon über uns. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir den Apfel mit Zement auf dem Sockel befestigen, bevor der Wind... Oh nein, der Wind hat die Skulptur weggefegt. Ein Apfel auf Irrwegen. Folgt dem Obst. Wenn ich diesen Apfel nicht schleunigst einhole, bevor das Stadtzentrum erreicht, dann würde das Rathaus in Apfelmus verwandeln. Der Apfel hält sich nicht an die Verkehrsregeln. Die einzigen Gesetze, denen er folgt, sind die Newtonschen Gesetze der Bewegung. Pass auf, Mason James! Jetzt ist der Apfel hinter dir her! Wow! Ich muss schneller fahren! Das bringt mich auf eine Idee. Ist neben dem Rathaus immer noch diese große Baustelle? Wir könnten eine Barriere errichten, um den Apfel aufzuhalten. Aber wir haben keine Zeit. Aber da ist ein super starker Megakran. Mit dem richtigen Timing können wir den rollenden Apfel in einen fliegenden Apfel verwandeln. Das ist die verrückteste Idee, die ich je gehört habe. Ich bin dabei. Wir brauchen perfektes Timing. Oh nein, der Wind wird stärker und lässt die Skulptur noch schneller rollen. Keine Zeit zu verlieren. Kann mir jemand einen schnelleren Zugang ermöglichen? Wie wäre es, wenn diese Mauer zu einer Rampe wird? Wusch! Wahnsinn! Auf dem Weg zum Megakran. Wo ist dieser Apfel? Er ist gerade links in die Main Street an der Fifth Avenue eingebogen. Ich bin im Megakran. Sag mir genau Bescheid, wenn der Apfel die Baustelle erreicht. Third Avenue? Second Avenue? First Avenue? Los! Hab ihn! Es hat geklappt, ja! Hey, das sieht ja aus wie ein Luftballon an einer Schnur. Check das mal! Ich glaube, ich fange an, die Sache mit der Schwerkraft zu verstehen. Macht die Straßen frei, Leute! Objekt in Bewegung! Es kommt direkt auf dich zu! Ich hab ihn! Jetzt ist es ein ruhendes Objekt. Bringen wir den Zementmischer hierher und sorgen wir dafür, dass er ein ruhendes Objekt bleibt. Bin schon dabei, Schwesterherz. Das war so einfach wie Apfelkuchen. Danke, Bruderherz. Ich würde sagen, dieses Abenteuer war sehr fruchtbar. Es war im Kern genial. Mason, sieh doch! Die Apfelskulptur trotz der Schwerkraft. Was soll ich sagen? Die ganze Aktion hat mir Appetit auf diese leckere Skulptur gemacht.
Der weltberühmte Abenteurer Mason James fährt im Zickzackkurs durch Matchbox City. Da ist er! Ah, ich habe ihn aus dem Blick verloren. Moment! Ist er das? Mason James, es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass du einen riesigen Weißkopfseeadler mitten in der Stadt gesehen hast. Hab ich aber. Ich muss nur hier hinauf, um ihn zu finden. Nun, dabei kann ich helfen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Da bist du ja. Soll ich dich anheben, Bruder Herz? Da oben! Wow, das ist so cool. Ich frag mich, wo sie hin will. Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Folgen wir dem Adler. Sieh mal, es ist ein Nest. Kannst du mich noch etwas höher heben, Schwesterherz? Ich will das Nest nicht berühren, aber ich würde gern ein Foto machen. Höher als bis hierhin kriege ich dich nicht, Bruderherz. Oh-oh, Kayla. Da ist ein Riss in einem der Äste. Pass auf! Oh-oh. Das war knapp. Schnell reagiert, Schwesterherz. Danke. Oh nein! Mason James, sieh dir das Nest an! Wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, werden diese Adler herunterfallen. Wir müssen den abgebrochenen Ast ersetzen. Mason James, weißt du, wie lange es dauert, bis ein Ast nachwächst? Wir werden keinen Ast wachsen lassen, wir werden einen bauen. Glaubst du wirklich, wir könnten einen Ast bauen, der stark genug ist, um das Nest zu stützen? Ja, und wir werden die Hilfe von allen brauchen. Wir können diese Doppel-T-Träger zusammenschweißen und so einen Ast bauen. Ja, und wir können sie mit etwas schnell trockendem Zement befestigen. Das wird uns helfen, ein Loch in den Fels zu bauen, um den Ast zu verankern. Und weißt du, was wir brauchen, um diesen selbstgemachten Ast in das Ankerloch zu treiben? Einen Baggertraktor! Die Doppel-T-Träger sind alle zusammengeschweißt und stabil. Und ich habe den Zement gemischt. Er ist fertig zum Gießen. Schwesterherz, wir haben immer noch ein Problem. Wie kriegen wir das ganze Zeug da hoch? Anders als dieser Adler können unsere Baufahrzeuge nicht fliegen. Klar können wir das. Wir haben zwar keine Flügel, aber wir haben einen riesigen Kran. Wer ist der Erste? Los geht's! Wir beeilen uns besser. Der Lochbohrer kommt runter. Und der Zement kommt hoch. Dieser Zement ist schnell trocknend. Sobald wir ihn gegossen haben, müssen wir den Stahlzweig so schnell wie möglich einbauen. Okay, ihr zwei seid die Nächsten. Oh-oh. Ein Problem. Wir brauchen diese beiden Fahrzeuge, um den Job zu erledigen. Wenn du Lust auf eine verrückte Idee hast, ich hab eine. Glaubst du, der Kran kann das alles heben? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Alle an Bord. Das nennt man nicht umsonst schnell trocknenden Zement. Wow, wow, wow. Hab sie. Okay, wir müssen schnell und präzise arbeiten. Ich hoffe nur, dass dieser Träger stark genug ist. Weißkopfseeadlernester können bis zu 1000 Kilo wiegen. Aber hallo! Komm schon! Ja! Wir haben es geschafft! Krack! Oh nein! Bricht unser Ast? Das ist kein Ast. Das ist ein Ei, das aufplatzt. Die Adlerjungen schlüpfen. Oh, die Adlerjungen schlüpfen. Mama Adler ist schon auf dem Rückweg und ich glaube nicht, dass sie noch mehr Hilfe von uns braucht. Wir haben es geschafft. Willkommen auf der Welt, Baby Adler. Steig ein, Bruder Herz. Ich helfe dir, ein wirklich tolles Foto von den Adlerjungen zu machen. Ich denke, ich werde für eine Weile mit allen vier Rädern auf dem Boden bleiben.
weiß man nie, Mason James. Der nächste Tag bringt immer ein neues, großes Abenteuer. Mason James, der weltberühmte Abenteurer, versucht in seinem Dodge Charger auf der Hindernisstrecke seine persönliche Bestzeit zu erreichen. Allerdings nicht, wenn es nach mir geht. Netter Versuch, Schwester. Leg einen Zahn zu, Mason. Ich muss zurück in dieses Rennen finden. Mason James hat gewonnen! Boah, was ist das denn? Als Mason James nach Hause kommt, steht er plötzlich vor einer gigantischen, geheimnisvollen Box. Guck mal, da ist ein Zettel. Mason James, wir brauchen deine Hilfe. Teile einer geheimen Karte wurden rund um die ganze Welt versteckt, damit sie sicher sind. Du musst sie für uns finden und die Karte wieder zusammensetzen, bevor es zu spät ist. Mit 8 Spezialfahrzeugen kannst du diese Herausforderung meistern und die Hinweise finden, die die Rettung bedeuten. Wir zählen auf dich. Gezeichnet die Welt. Ein Tesla Model Y! Diese Geschichte wird gerade so richtig cool. Guck mal, ein Hinweis. Die kleinsten Zapfen, die höchsten Bäume. Die erste Karte befindet sich an einem Ort, wo es keine Sterne und kein Wind gibt. Ich weiß, dass Redwood-Bäume die höchsten Bäume der Welt sind. Höher als ein Gebäude mit 10 Stockwerken. Ja, klar. Und die tragen richtig kleine Zapfen. Das ist es. Wir müssen wohl in den Redwood-Nationalpark in Kalifornien. Mason, James und Kayla machen sich auf den Weg. Wow, ich kann durch das Dach den ganzen Himmel sehen. Guck dir mal die ganzen Sterne an. Es ist unmöglich, einen Ort ohne Sterne zu finden. Oh doch, den finden wir. Gleich werden wir mitten durch einen Baum fahren. Mason James lenkt sein Model Y direkt in einen Baumtunnel, der groß genug für Autos ist. Mitten in einem Baum spürt man keinen Wind und sieht auch keine Sterne. Dafür sehe ich aber etwas sehr Interessantes. Das gehört nicht in einen Baum. Das muss der Schatz sein, nach dem wir suchen. Also los! Oh nein, das ist Emerson Felix, die weltweit berüchtigte Abenteurerin, die besessen davon ist, jedes einzelne seltene Stück und jeden Schatz zu besitzen. Und sie hat die Pyramide geklaut. Haha, Mason James, ich werde gewinnen. Oh-oh. Wir müssen uns den Schatz zurückholen. Und zwar schnell. Du erwischst mich nie, Mason James. Ich habe eine Idee. Wir müssen so viele Pinienzapfen wie nur möglich aufsammeln. Zeit für einen Plan B. Mason James schleudert herum. Wusch. Aufgepasst! Wow! Squeeze! Sind das etwa Pinienzapfen? Es hat funktioniert! Bis zum nächsten Mal, Emerson Felix. Kinder, die Pizza ist da. Danke, Mom. Ah, der süße Duft des Erfolgs. Pizza. Und was ist hiermit? Während sie den Schatz untersucht, entdeckt Kayla ein Geheimfach. Sieht aus wie ein Stück einer Karte. Der Hinweis aus der geheimnisvollen Box bedeutet, dass wir das hier finden sollten. Kehren wir zurück zu der geheimnisvollen Box. Quick! Leider konnte Mason James nicht ahnen, dass sich Emerson Felix ganz in der Nähe versteckt und alles über die Karte mit angehört hatte. Wir haben es geschafft, Schwesterchen. Und ich glaube, dieses Abenteuer fängt gerade erst an. Der Schatz der Pyramide muss ein Hinweis darauf sein, wo es als nächstes hingehen soll. Wird das nächste Abenteuer Mason James an einen Ort voller Pyramiden führen? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Wow!
kommt zurück von seiner letzten Mission, steht der weltberühmte Abenteurer Mason James nun vor der geheimnisvollen Box und ist wieder voll einsatzbereit. Der Schatz der Pyramide ist bestimmt ein Hinweis darauf, wo wir als nächstes hin müssen. Als er die Pyramide vor die geheimnisvolle Box stellt, öffnet sich die Tür zur nächsten Kammer. Wow! Dieser Tafel Fort Bronco schafft einfach alles. Kayla, was sagt uns der Hinweis? Nehmt euch auf dem Weg entlang der Yucatan-Halbinsel in Mexiko vor Schlangen in Acht. Der Schatz befindet sich in der Nähe von El Castillo. Ich weiß genau, wo wir hin müssen. Auf seinen Reisen hat Mason James herausgefunden, dass in Mexiko einige der bedeutendsten Pyramiden stehen. Na klar, die berühmten Pyramiden von Chichen Itza. Japp. Und diese große hier heißt El Castillo. Oh nein, das ist die weltweit berüchtigte Abenteurerin Emerson Felix. Und es sieht so aus, als hätte sie diese Baustelle besetzt und blockiert mit den Geräten unseren Weg. Wow. Das sollte sie ausbremsen, während ich dieses raffinierte Rätsel löse. Hättest du wohl gerne. Mason James schaltet seinen Allradantrieb auf Baja-Modus. Ich muss diese Brücke erreichen. Wow! Nicht, wenn Emerson Felix zuerst da ist. Ich stecke fest. Hey, komm zurück. Ich bin frei. Huch. Wow, 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 wow. Okay, jetzt muss Mason James diesen Hinweis entschlüsseln und sie schnell den Schatz schnappen. Der Schatz befindet sich in der Nähe von El Castillo. Kayla, ich fahre gerade um die Pyramide herum, aber ich kann nichts entdecken. Vielleicht ist ja hier drüben irgendwas. Mason, erinnerst du dich an den Hinweis auf dem Stand, nehmt euch vor Schlangen in Acht? Naja, diese Pyramide wurde zu Ehren Kukulkans gebaut, der immer als gefiederte Schlange dargestellt wird. Wow! Fahr schon! Fahr schon! Das war knapp. Zum Glück hat dieser Bronco genug Power, um die Schlange fertig zu machen. Guck mal, da oben auf der Pyramide! Ja, die Schlangenjagd hat einen Mechanismus ausgelöst, der diese antike Götterstatue freigibt. Oh nein, Emerson Felix konnte sich befreien und will sich die Statue holen. Keine Sorge, Mason James hat schon Verstärkung angefordert. Kayla, schnell! Schnapp dir die Statue! Ich hab sie, kleiner Bruder. Sorry, Emerson Felix. Ja! Nein! Wir haben es geschafft. Guck dir diesen Schatz an. Genau wie Mason James schon vermutet hat, befindet sich in dem goldenen Känguru ein Geheimfach. Das ist ein weiterer Teil der Karte. Und guck dir das an. Es passt haargenau. Ich frag mich nur, warum er ausgerechnet in diesem Känguru steckte. Mason James kennt die Antwort. Es gibt nur einen Ort auf der Welt, wo wilde Kängurus leben. Also muss unser nächstes Auto es wirklich drauf haben. Ja, perfekt. Mason James, der weltberühmte Abenteurer, ist bei seiner Suche nach der geheimnisvollen Box, dem Schatz, auf der Spur. Liest du mir noch mal den Hinweis auf der geheimnisvollen Box vor, Schwesterchen? Na klar.
Kängurus hüpfen, Krokodile schnappen. In der Natur von Down Under wird's mit der Karte schon klappen. Und weil Australien ja auch Down Under genannt wird, wissen wir, dass wir hier genau richtig sind. Und die wilde Natur der Gibb River Straße ist ein super Platz, um etwas zu verstecken. Pass auf, Mason! Boah. Mason James schaltet auf Allradantrieb und durchquert mit seinem Land Rover Defender ohne Probleme den Fluss. Hey, der Wanjana Gorge Nationalpark. Wir müssen auf dieser Bergspitze hoch. Dann haben wir alles besser im Blick. Diese Brücke sieht etwas wackelig aus. Ich weiß nicht, ob uns diese Brücke trägt. Mason, was sind das für Geräusche? Krokodile! Diese Krokodile sind schnell, sie springen hoch und wenn sie zubeißen, sind sie so stark wie kein anderes Tier auf der Welt. Wir müssen hier weg. Mason James stellt die Traktionskontrolle ein und kämpft sich den Berg hoch. Wow, dieser Hang ist echt steil und felsig. Da ist eine Höhle. Vielleicht hat Down Under in der Natur ja eine Doppelbedeutung und heißt, ihr findet die Karte unten in der Höhle. Aber die Felswand ist zu steil. Wir kommen da nicht hin. Oh doch, das schaffen wir. Der Canyon stürzt ein! Wow! Das war knapp. Jetzt wollen wir mal sehen, was für ein Schatz in der Höhle verborgen ist. Mason James untersucht die dunkle Höhle und fährt tiefer und tiefer hinein. Da glänzt was in der Ecke hinten. Das muss der Schatz sein. Nein, das sind Gespensterfledermäuse. Australiens einzige fleischfressende Fledermäuse. Map, 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 map. Was ist das? Das muss der Schatz sein. Er wurde von den Fledermäusen verdeckt. Mason, was ist das für ein Geräusch? Die Bergung des Schatzes brachte die Höhle zum Einsturz. Los, beeil dich, Mason! Mason James, im Besitz des Schatzes, entkommt der Höhle knapp und rast den verschütteten Weg hinauf. Zeit zu verschwinden! In Australien gibt es keine Bären. Koala-Bären! Koalas sind keine Bären. Es sind Beuteltiere. Oh, dann pass auf das Koala-Beuteltier auf! Mason James kommt sicher aus Australien wieder zurück nach Hause. Ohne diesen Land Rover wären wir wahrscheinlich als Mittagessen für die Krokodile geendet. Mal sehen, was uns dieser Schatz bringt. Oh, hey, guck dir das an. Man kann das hier aufmachen. Das ist ein anderer Abschnitt von der Karte. Der passt nicht. Dann muss es noch einen weiteren geben. Der ist wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von diesem unglaublichen Schloss. Okay, hier ist der nächste Hinweis. Würste und Brezeln, die Hauptstadt ist Berlin. Ihr findet die Karte schnell und leise auf eurer Reise. Fahrt einfach mal hin. Hey, guck mal! Die geheimnisvolle Box! Boah, das Teil sieht schnell aus. Berlin? Schnell? Ich glaube, wir fahren mit diesem Auto in ein Land, das fast keine Tempolimits hat. Auf nach Deutschland! Was Mason James nicht ahnt, ist, dass seine Rivalin Emerson Felix alles mitgehört hat. Sieht aus, als würden wir uns bald wiedersehen, Mason James. Auf der Autobahn.